Wonniges Wellness-Wohlfühlprogramm für Bolonka-Hündin Lulu. Bei Peggy Schadeberg bekommt die 9 Jahre alte Dame alles, was das Hundeherz oder vielleicht auch eher Frauchens Herz sich für ihren Vierbeiner wünscht. Und der Ort der Hundeglückseligkeit ist nicht einfach nur ein Friseursalon. Peggys Kundinnen und Kunden werden mobil in einem alten Krankenwagen aufgehübscht. Peggy Schadeberg ist dabei Meisterin ihres Fachs, denn das flauschige Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. In einem alten Krankenwagen, umgebaut in einen fahrenden Hundefriseursalon, fährt sie teilweise durch ganz Mitteldeutschland und weiter und macht struppige Hündchen wieder wunderschön flauschig. Die Idee zu diesem Mobil kam halt durch die Kunden, die viel weit von außerhalb kommen. Zum Beispiel habe ich viele Kunden aus Göttingen und auch Freunde und Bekannte, die viel Bedarf haben am Hundefriseur und es dort auch wenig gibt. Allerdings war der Umbau vom Krankenwagen zum Friseursalon gar nicht so einfach. Von der Idee, einen alten, ausrangierten Krankenwagen überhaupt zu nutzen, bis zur fertigen Umsetzung, dem eigentlichen Umbau also, dauerte es über ein halbes Jahr. Es musste schließlich genügend Platz her für Warmwasser, Abwasser sowie zusätzliche Elektroleitungen. Wir haben uns auch so VW-Transporter angeguckt oder diese Busse. Die waren einfach zu klein, um eine entsprechende Wanne und Tisch unterzukriegen und unterzubekommen. Und dann haben wir uns halt dieses hier angeguckt und haben gedacht, das ist perfekt. Der fahrende Hundesalon ist für Peggy Schadeberg übrigens eine Art zweites Standbein, auch weil ihre Kunden oft nicht die Möglichkeit haben, extra bis nach Mühlhausen zu fahren. Die Hundehalter jedenfalls sind froh und glücklich über dieses Angebot. Natürlich ist das erleichternd für mich. Ich muss nicht bis nach Mühlhausen fahren. Und ich habe 2, das ist auch immer sehr anstrengend. Und dann kommt sie hierher und macht dann beide Hunde hier vor Ort. Rund 44 Euro kostet dieses mobile Friseurangebot. Und die kleine Lulu darf das ab jetzt sogar alle 8 Wochen genießen. Und Peggy Schadeberg kommt mit ihrem Hundefriseurmobil übrigens sogar bis nach Göttingen. Die Fahrtkosten dafür werden dann aber extra berechnet.